So, ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Let's Play und zwar zu Euro Truck Simulator 2. Wir werden uns hier ein Unternehmen aufbauen. Ich mache Mercedes, dann nehmen wir mal den. Ein Logo und das. Sprache Deutsch, einen Namen. Dick. Funny. Das geht sich nicht aus, okay. So. Überlegen, ne? Aber ja, lassen wir es so. Den Namen lassen wir es so. Springen brauchen wir nicht. Sollte alles passen. Stadt. Beginnen nehmen wir Wien. Man ist in der Nähe von Wien. Kein Terrain. So, Sitzposition eingenommen. Wir müssen Ketchup liefern. Von Wien nach Wien. Na gut. Schauen wir mal, was uns erwartet. Wir werden dann, weiß gar nicht, wo wir dann als erster hinfahren werden. Sich irgendwo in der Österreich, nehme ich an. Und das LKW. Gut, wir werden uns natürlich auf den ersten LKW sparen. Werden wir natürlich auch selber fahren. Logischerweise. Ich habe mir schon ein bisschen angeschaut, was das kosten wird. Das wird 118.000 kosten. Wir können uns einen Kredit aufnehmen von 100.000. Ist aber jetzt nicht einmal das Ziel. Ich möchte mir vielleicht meinen ersten selbst einmal. Gut, ich habe es gewusst. Ich habe gewusst, dass das nicht funktionieren wird. Ich habe das nämlich schon alles eingestellt. Tastatur. Automatik. Ja, fertig. Das heißt, die Tasten muss ich jetzt auch nochmal neu einstellen. Nein, das scheint geblieben zu sein. Anstrengend. Ja, das ist geblieben. So. Dann fahren wir mal los hier. Aus auf Stadt. Und auch nicht. Nochmal rechts. Hätten wir da eigentlich nicht links anbiegen können.
Uns ein bisschen Wien anschauen, oder? Lustig. Gut. Aber nichtsdestotrotz. Hart. Das ist unser Zuhause, glaube ich. Das ist dann da im Weckerstand gleich gegenüber. Haben wir eine Arbeitsagentur. Führen uns da gleich ein bisschen herum. Sind zu weit rüber gekommen. Macht aber gar nichts. Unterwegs. Oh. Hat man nicht wirklich so abbiegen können. Keine Ahnung, warum man so komisch gefühlt hat. Auf jeden Fall gleich da. Ketchup abzuliefern. Kommen wir in Vösendorf. Einkaufszentrum Süd. Eng. Was hat denn hin? Der gute Mann. Das hat jetzt nicht gezählt fürs Anpacken. So, Auftragsangebot, kann man da wie nach Linz oder Bratislava? Wurscht. Wir nehmen mal nach Linz. Eure Strecke mal. Bohrsäure. Gut, das mit dem Anpacken muss ich mir jetzt dann beim nächsten Mal nochmal anschauen. So, wir fahren einen Mann. Richtung Linz.
Hat auf jeden Fall schon mal stärkere Bremsen als der letzte. Danke. Immer bedanken. So. Auf nach Linz, dort wo es beginnt. Am Post. Jetzt nicht. Jetzt sitzt am Steuer von einem Ungeheuer. Das war ja Richtung Linz. So, Mittagknoten Vösendorf, aber wir haben 185 Kilometer Richtung Linz. Und einen Tempomaten reinhauen. Und uns nach Linz begeben. Ganz gemütlich jetzt mal nach Linz. Erste Fahrt. Hoffentlich ohne welchen Komplikationen. Der rollt schon dahin jetzt, Tempomat. Dennoch ein wahnsinniges Kraftstoffverbrauch gerade. Oh gut, tanken müssen wir eh nicht. Genau, anders setzen. So. Besser. Machen wir mal ein bisschen so herum. Gut, erste Folge wird auf jeden Fall erst geändert, also wenn wir uns eingepackt haben. Ja, komm, fahr. Ja. Wenn wir uns gleich einreihen hinter ihm. Wenn uns davon düst. Ja, gut. Ein paar Stunden Fahrzeit noch vor uns. Wollen uns aber nicht abhalten. Um eigentlichen.
überholen uns alle. Beine. Eine Stunde 15 noch. Da haben wir die Kirchenglocken da drüben. Das geht schon voran. 80 Kilometer noch. Und sonst fährt auch ein LKW. Auch mal ein bisschen in die Eisen steigen. Hier natürlich eine Strafe, aber in oh ja, da mal ein bisschen reinsteigen. Da vorne ist schon was am Städten ist hier. Der PKW hinter uns heute jetzt natürlich nicht, aber der könnte uns. Das gibt's nicht. Also wirklich. Gott, bei der ersten Folge schon zu schnell gefahren. Check. Eieiei, das ist ärgerlich. Oh, 27 Kilometer, 27 Minuten sind wir da. Wir haben eine Geldstrafe bekommen. Bisschen schnell fahren. 500 Meter ist eine Abfahrt, aber ich glaube nicht unsere. Oh ja, das ist schon unsere. Gut, dann runter mit uns. Hier in Linz. Zu langsam geworden ist, habe kein. Ich habe mich doch nicht an, hinter dem. Dann noch eine Auslaufspur zum Einrennen. Dann noch immer 80 km/h, also. Keine Ahnung, was er da jetzt gemacht hat. Haben wir ja Sonntag, ist ein Sonntagsfahrer. Abfahrt hier in Linz. Welcome to Linz. So, da fahren wir mal rechts.
aber rauf mit uns. Der Firma. Von der Firma. RT-Log. Schon? Sehr schön. Ausgezeichnet. Mehr EP gibt es oben drauf. Wir sind Level 2. Mal Fernfahrten, oder? Wir wollen ja eh ein bisschen weiter hinausfahren. Gut. E-Mails, Dispens, neue und Geldmittel. Wenn eine Bank, ja, das wissen wir schon. Gut. Danke fürs Zuschauen, erste Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir dann weiterfahren. Ciao.